Das Zelt hängt. Scheiße. Das war das Schlimmste. Das war wirklich mein persönlich schlimmster Moment in meinem Leben. Mein Helm, ich sehe nichts. Ich zitter auch komplett. Wie ihr wisst, ich liebe Abenteuer und letztens bin ich auf was gestoßen. Ich werde eine Nacht in einem Zelt am Felsen übernachten. Ist es ein Premium-Urlaub, wo man einfach den besten Ausblick hat und einen Adrenalinkick? Wow. Das ist schon wahnsinnig schön. Oder werde ich gar nicht zum Schlafen kommen? Es ist jetzt 3:30. Wenn ich darüber nachdenke, wie das morgen ist, dann pocht mein Herz ganz schön doll. Wie ist es, sich überhaupt abzuseilen? Steh. Oh. Ich check's für uns aus. Los geht's, eure Abenteuermaus. Wir starten in der Nähe von Salzburg am Trattberg. Die Tour kann man online buchen und ist angeblich auch für Kletternewbies wie mich geeignet. Hier in der Wand werden mein Team und ich später hängen. Fast 80 Meter über dem Abgrund. Ist ja fast Sonnenschein. Immerhin, es regnet. Ja, das stimmt. Hallo Nadine. Hallo. Hi, freut mich. Hallo. Hi. Christoph ist staatlich geprüfter Bergführer und wird unser Abenteuer begleiten. Motiviert? Ja, ich weiß ja noch nicht viel. Okay. Aber wir gehen da jetzt, glaube ich, direkt hin und dann sehe ich, was auf mich wartet, ne? Ja, das wirst du dann sehen, ja. Was ist denn das alles? Ja, das sind die zwei Portaletsches. Die zwei bitte was? Die zwei Portaletsches. Portaletsches ist die Plattform, ja. Die, was wir dann in der Wand aufbauen, ja. wo du dann drauf schläfst. Ja, und tragen wir das okay. So hoch. Tragen wir das auf, passt. Sind wir gut aufgepackt, gell? Was sind wir bitte? Gut aufgepackt. Ja, mit sind zwei wir. Backesseln. Am besten ist, du gehst schon in der Spur. Ja, huch. Das ist ja ganz schön schwer. Und was mich noch überrascht, es liegt Schnee. Und das im Mai. Bis heute Morgen war noch unklar, ob die Tour wegen des Wetters überhaupt stattfinden kann. Aber laut Wetterbericht soll es noch besser werden. Huch, das war ja nicht geplant. Meine Füße danach richtig nass. Ich habe Schiss, dass ich hier ausrutsche. Dabei wurde mir vorab gesagt, ich brauche keine Wanderschuhe. Schon schwer, dieses Zelt. Weil die ist nicht mehr. Oh. Zum Glück sind wir gleich da. Oh Gott, das ist tief. Wahrscheinlich muss ich so schwer schleppen und muss so fertig sein, dass ich gar nicht mitmerke, dass ich mir so dolle Angst habe vor der Höhe, dass ich einfach so tiefenentspannt bin nach der Schleppung. Dann schlafst besser. Leichte Wanderung. Ja, bei Bergführern vielleicht. Ah, oh, super, hast du geschleppt. Hast du? Helf mal zusammen. Sehr gut. Hier ist der Schlafplatz, ja? Na, der ist da vorne runter. Ich bin durch. Du kannst mal deinen Rucksack da hin. Da. Ich überlege auch, ob ich hier einmal ums Eck gehe, kurz ins Gebüsch. Das ja, kann ich ja jetzt einmal das machen. Das am besten da hinten, ja. Weil da vorne geht es dann runter, ja? Beim aufs Klo gehen abstürzen, bitte nicht. Noch habe ich keine Ahnung, wie schwierig die Toilettensituation später wirklich sein wird. So, jetzt wird's ernst. Jetzt wäre ich irgendwie hier verkabelt. Jetzt wärst du verkabelt. Ein Gurt kriegst du von mir. Ein Gurt. So was habe ich noch nie an. Hast du noch nie auch gehabt? Nee. Das hat man beim Klettern an, gell? Ich bin noch nie geklettert. Bist du noch nie geklettert? Nee. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hier stand leichte Wanderung. Müssen wir mal klettern gehen. linkes, rechtes Bein, nicht? Dadurch. Genau. Beim Hüftgurt ist wichtig, dass er über der Hüfte sitzt. Über gell? Die Jacke aber auch? Über die Jacke, ja. Weil dann haben wir da einen schönen Überblick, dass das alles stimmt, gell? Ja. Und das kann dann schon halbwegs fest sein, gell? Dass wir nicht rausfallen. Die ganze Nacht bleibt das Ding an. Ja? Safety first. Und da muss noch ein bisschen fester. Ein Helm, ja. Den setzen wir jetzt auf. Dann kriegst du von mir noch ein Klettersteigset. Und dann kannst du dich ins Seil einhängen. Mhm. Und somit bist du immer gesichert. Gell? Jetzt bauen wir zusammen die Betten für die Nacht auf. Auf einem Portaledge sollen zwei Personen schlafen können. Das kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Wie breit ist es? Ich glaube, so 1,20 Meter. Ihr beiden Mäuse auf 1,20. Denn Kameramann Chris und Autorin Joana teilen sich ein Portaledge. Ich bekomme das zweite. Es wird kuschelig. Wenn es jetzt richtig schönes Wetter war, konnten wir jetzt ohne Zelt schlafen. Ja. Dann würdest du voll den Sternen im Himmel sehen. Und den sehen wir jetzt sowieso nicht. Nee. Diese ganzen Bänder und Schnüre sollen mich später halten. Gut, dass Bergführer Christoph da ist und das Portaledge professionell im Fels befestigt.
Du hast es davor alles gecheckt, ne? Hey, ich muss mir vertrauen. Heute bist du ausgeliefert. Heute bin ich ausgeliefert. Das mag ich ja richtig gerne. Guck mal. Es zieht auf. Ganz schön. Jetzt bringen wir das Ganze in die Wand runter. Damit ihr alles seht, krieg ich noch eine GoPro. Ausgerechnet die Kamera und der zu große Helm werden nachher noch zum Problem für mich. Eins, zwei. Und jetzt ist schon fest, ja? Jetzt ist schon fest. Immerhin geht es hier fast 80 Meter runter. Jetzt schon wieder nebelig. Vielleicht eh besser. Warum? Zum Anfangen. Dann hast du die Hosen nicht so voll. Jetzt gehen wir nur da vier in die Kante. Hier geht's schon runter. Da geht's jetzt runter. Freunde. Und hattest du schon mal Leute, die hier waren und dann abgebrochen haben? Nein, ich habe eigentlich nur alles so weit gebracht. Aber musstest du manchmal ein bisschen pushen, weil manche nicht wollten dann? Ja, ja, muss man schon gut zureden, ja. Ja? Oft sind da so Tränen schon geflossen. Echt? Vorher, ja. Bis man dann unten war. Aber dann, weil sie unten waren, waren sie richtig stolz auf einen und hat er richtig getaugt, dass die es dann durchgezogen haben. Genau. Gut. Ich kann euch ja mal sagen, wie es mir geht. Also meine Taktik vor Sachen, die immer so ein bisschen brenzlig sind, ist immer ganz ruhig zu bleiben. Und ansonsten mag ich ja Action und sowas total gerne. Dabei wird diese Erfahrung mich heute krass an meine Grenzen bringen. Erstmal helfe ich aber Christoph dabei, die Porta-Ledges abzuseilen. Okay. Soll ich dir was geben? Ja, genau. Ja, geht schon. Ungefähr 30 Meter müssen die Dinger runter. Christoph verschwindet in die Tiefe und befestigt die Zelte an jeweils einem festen Kletterhaken in der Wand. Passt. Davon bekomme ich von hier oben überhaupt nichts mit. Die Zelte hängen hinter einer Kante. Ich glaube, es wird ja noch mal krass, wenn ich gleich da runtergehe. Weil er geht ja nicht mit mir mit, er bleibt ja hier oben. Ich weiß ja überhaupt nicht, was ich da mache da unten. Wie geht's denn euch? Ganz schön weiche Knie. Du? Es geht. Ich glaube, ich realisiere das immer alles nicht so. Ich habe halt Höhenangst. Hast du wirklich Höhenangst? Ja. Wirklich? Ja. Und warum machst du das? Ja, ich wollte es mal ausprobieren. Das ist Autorin Joana, sie hat das Thema vorgeschlagen und sie hat Höhenangst. Das ist natürlich top. Wir zahlen für unser Outdoor-Abenteuer übrigens 324 Euro pro Person. In der großen Gruppe wird's günstiger. In einer Sechsergruppe gibt's die Tour in der Nähe von Salzburg schon ab 195 Euro pro Person. Viele AnbieterInnen für eine Übernachtung in der Felswand gibt es aber nicht. Wir haben noch eine Tour im Allgäu und eine in der Schweiz gefunden. Da war das Ganze aber teurer. Porta-Ledges sind jetzt aufgebaut. Genau. Wie geht's jetzt? Also was geht's jetzt? Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen dann nur mal auf die Toilette. Kann ich da irgendwie auf Toilette gehen? Ja, schwierig. Und ich bin nicht die Erste, die vor diesem Problem steht. Wie geht man als Frau auf 100 Metern hier auf die Toilette? Für Fabi und Felix ist das nämlich ziemlich leicht. Weil was tut ihr? Ich glaube, ihr könnt euch das gut vorstellen. Ja, und ich als Frau. Und langsam muss sie auch pinkeln. Es geht so steil. Weil in der Wand, weißt du, hast ja einen Gurt und alles an. Dann ist wahrscheinlich jetzt noch einmal auf Toilette gehen. Genau. Und dann kann ich nicht mehr auf Toilette. Ich bin halt so eine, die irgendwie um 12:30 ins Bett geht und meistens noch einmal in der Nacht auf Toilette. Ja, interessant. Schauen wir mal. Jetzt gilt's, ich muss irgendwie ins Zelt. Dass das allerdings nur an einem Haken hängt und frei schwebt, ist mir gerade noch nicht bewusst. Also ich sichere dich da von oben runter. Ja. Du wirst passiv abgeseilt. Magst du es zum ersten Mal? Ja. Ja, super. Jetzt lehnst du ein bisschen zurück. Du hängst eigentlich voll am Gurt drin, gell? Da auslassen. Oh. Da nicht einhalten. Stehen bleiben. Oh. Genau. Und jetzt gehst du einen Schritt zurück runter. Ja, genau. Merkst du es, du musst dich wegspreizen von der Wand. Weil sonst fällst du mit dem Gesicht zur Wand. Super. Oha. Crazy shit. Super. Oh mein Gott. Ich hänge. Super. Oh mein Gott, das ist ein richtig geiles Gefühl. Das ist ja völlig verrückt. Sehr gut. Geht's, ja? Geht alles klar? Ja, alles super. Super. Also Nadine wird da ja gerade abgeseilt. Also ich habe super weiche Knie. Ich bin froh, dass sie vorgeht. Aber plötzlich ist es für mich gar nicht mehr so easy. Stopp! Ich muss mich einhängen. In ein extra Seil als zusätzliche Sicherung. Denn ab hier muss ich ein kleines Stück selbst klettern. Ich zitter schon ein bisschen. So, ich gehe jetzt rüber. Ja. Aber wie halte ich mich denn da? Boah, es geht so tief runter. Ha.
Halleluja. Mit diesem Scheißhelm. Geht. Hm. Noch warten. Zum ersten Zelt geht's noch relativ easy. Das ist an mehreren Haken in der Wand befestigt. Super. Aber ich soll ins Hintere klettern. Völlig verrückt, Leute. Ich sag's euch. Hier geht's komplett runter. Was ist das? Geht's bei dir? What the fuck? Ja, ja. Ich bin nur, das ist schon echt verrückt, was ich hier mache. Ich weiß gerade nicht, wie ich da rüberkomme. Ich hänge hier halt. Wie machen das denn Anfänger? Das Zelt hängt. Scheiße. Mein Helm, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Kannst du ja die Klettersteigsicherung reinhängen? Ja, aber ich sehe nichts. Mann, diese scheiß Kamera, Chris. So langsam geht mir die Kraft aus. Und ich bekomme Panik, weil ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ja, von der Seite. Von welcher? Mein Helm, Mann, ich sehe nichts. Wie gehe ich denn da jetzt rein? Du musst... Sag ich, sie muss einen Reißverschluss aufmachen. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Reißverschluss aufmachen vom Zelt. Da komme ich nicht ran. Oben. Braucht sie Hilfe? Ich kann gerade gar nichts. Ich sehe nichts mehr. Ich zitter auch komplett. Ich mag's gerade nicht mehr. Ich zitter am ganzen Körper, Chris. Ich muss den einmal abmachen. Ja. Das hängt halt so scheiße. Ich beruhige mich jetzt mal. Also mir geht's gerade nicht gut, sage ich euch ganz ehrlich. Gerade ist nicht cool. Denn an das Seil oben komme ich nicht mehr ran und ins Zelt komme ich nicht richtig rein, weil es sich andauernd bewegt und ich oben noch befestigt bin. Ich find's gerade einfach irgendwie beängstigend. Es geht nicht anders. Christoph muss runterkommen. Bist du schon drin? Ja, aber was soll ich damit machen? Also du kriegst nicht hoch. Ich komm nicht hoch und ich fühle mich auch nicht sicher genug, weil dieses Ding so schwebt. Ich habe nichts mehr gesehen, das war mir gerade alles zu viel. Zu wackelig ein bisschen, gell? Ja, es ist super wackelig. Soll ich meinen Helm wieder aufsetzen? Tiger da. Der wackelt halt so. Okay. Gehst einen Schritt raus und ich zeig dich um. Mit Christophs Support weiß ich wieder, was zu tun ist. Trotzdem will ich einfach nur noch ins Zelt. Tja, jetzt so wie dich. So. Jetzt ist wieder gut, weil ich wenigstens jetzt hier bin. Ja? Das hat so gewackelt. Ja. Das hat mich fertig gemacht, Chris. Du gehst jetzt da rüber in dieses Zelt, gell? In das hier. Hast du? Geht? Ja, genau. Jetzt super. Zug macht. Ja, und dann kann ich nicht rein. Da krabbel mal rein. Jetzt passt's wieder, oder? Ja. Aber du bist jetzt gut. Bin ich aber jetzt sicher? Du bist gesichert über Seil. Das ist sicher. Ja. Und die zwei Sachen hängst du auch noch. Und hier hängst du auch noch. Ja. Okay? Danke dir. Passt. Ganz langsam komme ich aus meiner Schockstarre. Es war ganz schlimm gerade. Es war wirklich ganz schlimm. Ganz schlimm war das. Ich war noch nie in so einer Situation. Das geht einfach so tief runter. Christoph hängt das Zelt um, damit Autorin Joane und Kameramann Chris es gleich leichter haben. Dann wird Chris abgeseilt. So, Nadine. Das ist wirklich richtig heftig. Das war richtig schlimm für mich. Ich glaube, ich hatte das erste Mal in meinem Leben so eine Panikattacke. Ich bin als nächstes dran. Ich muss sagen, mir geht's gerade nicht so gut. Mir zittern noch echt die Hände. Ich bereue es ein bisschen, dass ich das Thema vorgeschlagen habe. Locker lassen. Bisschen noch links gehen.
Ja, genau. Unter der Anleitung von Christoph schafft es aber auch Joana. Bist du unten, ne? Ja, ist unten. Und ich bin einfach nur froh, dass wir alle sicher angekommen sind. Du musst erst ja den Pfeil oben festhalten. Hast du meinen Schritt noch? Oh Gott. Joana, weißt du was? Das war so schlimm für mich. Ja? Da hinten. Ja, ich musste über dieses Zelt rübersteigen. Und ich habe mich festgehalten und dann ging meine Kraft weg. Und ich wusste nicht, wo ich hin soll. Das war ganz schlimm. Das Schlimmste, war wirklich mein persönlich schlimmster Moment in meinem Leben. Also, der mich alleine betrifft. Das war wirklich Horror da drüben. Also, langsam komme ich wieder klarer, muss ich sagen. Langsam ist aber auch alles wieder ein bisschen normaler, einfach weil ihr alle hier seid und ich hier einfach gerade schon wieder eine halbe Stunde chille. Oh! Und diese ganzen Schnüre, ey. Junge, Junge. Ob ich damit überhaupt schlafen kann später? Ich muss noch mal rausgucken jetzt. Aber es ist schon... Oh, das ist schon schön. Das ist krass schön. Oh Gott, das ist aber wahnsinnig schön. Das ist schon wahnsinnig schön. Wow. Jetzt kommt kurz ein Hai. Ich will's mir erstmal gemütlich machen. Also jetzt langsam vergesse ich sogar, dass ich hier oben bin, muss ich euch ehrlich sagen. Obwohl es ganz schön eng ist und ich muss echt aufpassen, dass mir nichts runterfällt. Das ist voll geil. Richtig schön. Der Himmel ist gerade so krass, ey. Das ist so krass. Das ist wirklich Nature-Abenteuer gerade. Zeit fürs Abendessen. Christoph salzt sich dafür nochmal ab und kommt zu mir ins Zelt. Das ist geil, ich will nicht mehr. So, Prost. Und dann Prost. Auf dass wir jetzt hier drin sitzen und alle geschafft haben. Ja, man muss oft was ausprobieren im Leben, gell? Aber du hast es gut gemacht. Ich habe mir nur in dem Moment gedacht, nicht reinsteigern. Ich kann eh nichts ändern. Das deswegen hing ich da wie so ein Waschlappen und dann hast du mich da bei mir gerettet. Und als ich hier drin war, wurde ich wieder ruhiger. Ja. Dann war gut. Dann war ich so safe zone. Wie findest du es jetzt da herin? Hier ist ja so wie eine Hängematte. Jetzt ist wie eine, ich vergesse manchmal, dass ich hier oben bin und fühle mich auch voll wohl. Ich habe ja echt schon viel gemacht. Das war aber der krasseste Moment meines Lebens da. Cool. Cool, sagt er. Ja, cool. Und hier der arme Kameramann hat drei Bierflaschen im Schoß, weil er alle Biere trinken muss, weil die Mädels wieder aufs Klo gehen wollen. Joana muss aber trotzdem jetzt schon. Ja, Joana testet gerade unsere Toilettensituation. Dazu muss sie raus aus dem Zelt, anders geht's auf keinen Fall. Nächste Hürde, der Gurt muss immer über der Hüfte bleiben. Wie ziehst du denn die Hose aus? Du hast doch den Gurt nicht auf deiner nackten Haut. Ich habe die Hose jetzt drunter rausgezogen. Ah. Ich hoffe einfach, dass ich nicht auf Klo muss. Nee, ich kann nicht, Leute. Das geht nicht. Ich würde einfach probieren zu schlafen. Ich probiere jetzt ganz schnell zu schlafen. Also das Wichtige ist immer ganz kurz, den Gurt hier oben muss ich immer dran lassen, ne? Oben immer dran. Das kann eine Nacht werden. Gottes Willen. Bequem schlafen ist was anderes, aber schon ein Abenteuer. Bergführer Christoph schläft übrigens oben auf dem Gipfel und ist immer in Rufweite. Tschüss, Christoph. Tschüss. Komm gut an, gute Nacht, bis morgen. Bis morgen. Danke. Es ist so schön, das ist völlig verrückt. Ich bin hier einfach an der Felswand. Und Christoph klettert da hoch. Das ist völlig verrückt. Schlaft. Und da draußen geht's runter. Gute Nacht. Gute Nacht. Alter, die Stadt, das ist so. Es ist jetzt 3:30. Ich darüber nachdenke, wie das morgen ist. Und ich muss da wieder so alleine rüberklettern und so. Braucht man.
mein Herz ganz schön doll. So richtig eingeschlafen bin ich nicht mehr. Macht aber nichts, denn dafür werde ich früh morgens damit belohnt. Ach, schön. Ja, es ist schon krass schön, man kann nichts anderes sagen. Es ist wahnsinnig schön, hier zu liegen. Aber ich glaube, ich fände es auch echt entspannt, einfach oben auf dem Gipfel zu liegen und Untergrund zu haben und auch nah so Wildcamping zu machen. Weißt du, was auch noch krass ist? Ich finde, man spürt den Gurt schon an den Beinen und überall. Ja, du auch. Das ist ganz schön eng. Und um das Tiefrücken schon. Gerade finde ich es mega. Aber der Abstieg von gestern hängt mir doch noch ganz schön nach. Jetzt aber mal die Frage an euch. Was war so eure krasseste Abenteuer-Action? Schreibt mir das mal in die Kommentare. So, jetzt geht's ans Packen. Übrigens, falls ihr es euch fragt, wir waren alle nicht auf Toilette. Deswegen müssen wir auch wirklich nach unten. Christoph zieht unser Gepäck schon mal nach oben, dann haben wir es beim Abseilen gleich hoffentlich leichter. Denn als letzte Herausforderung müssen wir heute noch mal 50 Höhenmeter runter. Ich habe mehr Bange jetzt vom Abseilen, als ich gestern von ganz oben runter hatte, weil ich da ja völlig angstfrei war. Und jetzt halt durch diese Erfahrung da habe ich sehr, sehr viel Respekt und schon auch Angst. Also ich hoffe, das Abseilen wird ruhig. Da müsst ihr mir noch mal die Daumen drücken. Gut, jetzt gehst du rüber, haltest du einfach da ein. So, okay, ich hab dich. Und jetzt zahle ich dich ab, ja? Ja, und immer nach hinten, ne? Immer nach hinten. Danke, Christoph. Gut. Gehst ein bisschen nach rechts. Ja, genau. Das macht mir Spaß. Super, kein Problem. Nee. Huch, kurz mal nicht aufgepasst. Alles gut. Was geht? Weiter? Ja. Super! Danke, Christoph! Bitte, kannst du aushängen? Oh, richtiges Glücksgefühl gerade! Oh, das ist ganz schön steil! Ganz schön hoch, gell? Ich habe mich gefragt, ob die Übernachtung in der Felswand einfach nur ein absoluter Horror wird oder ein richtig geiles Abenteuer. Ich muss sagen, dass es eine Mischung war. Ich bin trotzdem sehr stolz gerade auf mich. Geschafft! Kompletten Kletter-Newbies würde ich das hier aber eher nicht empfehlen. Und ganz sicher nicht ohne BergführerInnen. Ich bin definitiv an meine Grenzen gekommen. Ohne Christoph hätte ich das nicht geschafft. Ich brauche das jetzt nicht nochmal, aber diese Nacht wird mir definitiv in Erinnerung bleiben. Denn ein Abenteuer war es auf jeden Fall. Die Aussicht war auf jeden Fall krass. Wenn ihr keine Pulsreportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und hier habe ich ein anderes Abenteuer in der Natur gemacht, nicht ganz so aufregend, aber auch sehr schön. Und zwar Kajakfahren in MacPom. Und hier hat Meinima auf einer Alm gelebt. Checkt das auch aus. Tschüss!